Wer ist das? Der, der Ihnen rät, wieder in Ihren schicken Truck zu steigen. Spielen Sie woanders, das Arschloch vom Land. Hey, Carl. Sieht aus, als hätte Mr. Monson jetzt einen Privatschläger. Sieht ganz so aus. Er ist ein Freund von mir. Mit einem großen Mundwerk. Das höre ich oft. Dann haben Sie das wahrscheinlich auch schon gehört. Öfter, als ich wollte. Dann kennen Sie das ja. Ich zähle bis drei. Und dann verschwindet ihr von hier. Ich habe ein Recht auf das Wasser. Eins. Und habe einen Anwalt. Zwei. Drei. Alles okay, was? Ihr kennt das hier. Nehmt meinen verdammten Hut auf. Los, zieht Leine. Heute geht's um Logan the Wolverine. Angeblich der letzte Teil mit Hugh Jackman. Aber ich denke, wenn die Kasse stimmt, denkt er auch nochmal über einen weiteren Teil nach. Logan, was hast du getan? Charles, die Welt ist nicht mehr, wie sie war. Mutanten gibt es nicht mehr. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Logan the Wolverine merkt, dass sein Leben so langsam zu Ende geht und seine Kräfte nicht mehr funktionieren. Seine Selbstheilungskräfte funktionieren nicht mehr richtig. Und er hat noch eine Aufgabe zu erfüllen, weil Professor X bittet ihn darum, sich um die kleine Laura zu kümmern, die im Prinzip dieselben Kräfte hat wie Wolverine, aber damit noch gar nicht umgehen kann. Sie finden das Mädchen, nehmen das auch bei sich auf, aber eine fiese Gesellschaft ist hinter Laura hinterher, weil sie die DNA von ihr haben wollen und sie dadurch klonen wollen. Hallo. Das musst du bezahlen, klar? Hey, komm schon. Nicht okay! Wir haben hier einen X-Men-Fan. Davon ist vielleicht ein Viertel passiert. Aber nicht so. In der echten Welt sterben Menschen. Logan. Ich will nicht darüber reden. Logan. Hören Sie auf! Sei vorsichtig. Ich brauch die Kleine. Welche Kleine? Los, hol sie. Nein. 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 Sie ist wie du. Fast genau wie du. Ich bin nicht das, wofür auch immer du mich hältst. Sie braucht unsere Hilfe. Wolverine wird wieder gespielt von Hugh Jackman, Professor X von Patrick Stewart. Beide sind groß geworden in dieser Rolle und werden auch von den Fans wirklich geliebt. Daphne Key spielt die junge Laura, die mit ihren Kräften überhaupt nicht umzugehen weiß. Und das macht sie sensationell und sie spielt beide eigentlich komplett an die Wand. Für mich eine absolute Neuentdeckung. So sieht das wahre Leben aus. Menschen, die einander lieben. Du hast immer noch Zeit. Logan feierte während der Berlinale seine Weltpremiere. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, weil nicht jeder Film kommt zur Berlinale. Der Film ist etwas anspruchsvoller, er ist echt spannend inszeniert, er ist aber auch sehr tough und sehr hart, weil die Gewalt natürlich auch von dem jungen Mädchen Laura ausgeht. Der Film ist ein Must-See für jeden Marvel-Fan und für jeden X-Men-Fan. And you could have it all. My empire of dirt. I will let you down.